Guten Tag und herzlich willkommen zum Backup-Webinar Erweitertes Filtern von Analogsignalen. Mein Name ist Christian Lindemann und ich arbeite bei Beckhoff in Ferl im Headquarter im Produktmanagement I.O. Wenn Sie Fragen während des Webinars haben, tragen Sie sie gerne in das Fragenfenster in der GoToWebinar-Software ein und wir werden versuchen, alle Fragen am Ende des Webinars zu beantworten. Falls wir es nicht ganz schaffen, werde ich auf jeden Fall im Nachgang die Fragen beantworten. Zum Überblick dieses Webinars. Ich möchte zunächst starten mit einer Frage, wie Sie Ihren Kaffee am liebsten machen. Dann Motivation und Hintergründe zu Signalen und Filtern und darauf aufbauend ein Filterkonzept in ELM-Messtechnik Klemm von Beckhoff vorzustellen. Auch gibt es verschiedene Wege, die richtigen Filter für die Anwendung zu finden. Drei Wege davon möchte ich jetzt vorstellen. Und am Ende noch Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele für diese Filter zu geben. Zu meiner Eingangsfrage: Wie machen Sie sich Ihren Kaffee am liebsten? Die einen, und da gehöre ich zu, nehmen gerne die Basic-Variante. Einfach zu verwenden, Kaffeefilter für wenige Euro, kostengünstig, keine Wartung notwendig und über lange Jahre robust. Allerdings kann ich hier nicht viel konfigurieren. Ich kann also nicht eine Kaffeestärke einstellen, ich kann keinen Milchschaum konfigurieren, gar nichts. Also muss ich mit dem Filter leben, das was vordefiniert ist. Ein Schritt weiter wäre jetzt hier eine Kaffeemaschine, die ich mir ans Bett stellen kann. Ich kann mich da zu einer gewissen einstellbaren Uhrzeit mit meinem Kaffee frisch gebrüht wecken lassen. Ich habe die Möglichkeit, meine Milch gekühlt aus dieser Maschine gleich zu bekommen. Ist natürlich etwas teurer und auch wartungsintensiver. Allerdings kann ich hier schon ein bisschen was einstellen. Wenn ich dann die Premium-Variante nehme, auf quasi Expert-Level mich bewege, habe ich alles Mögliche an Features. Ich kann mein Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato komplett frei definieren. Ich kann die Kaffeestärke definieren, Druck und so weiter. Ich brauche dafür allerdings etwas Übung, um den Kaffee so hinzubekommen, um diese Maschine wirklich voll auszureizen. Ist sicherlich nicht ganz billig und sollte auch regelmäßig gewartet werden, aber bietet eben alle Freiheitsgrade, die das Thema Kaffee so hergibt. Dazu möchte ich gerne Analogie zu den Filtern von Signalen herstellen. Wir haben also eine Basic-Variante, vordefinierte Filter. Wir haben gesehen, wir können Filter aufsetzen, durchlaufen lassen und fertig. Ein ähnliches Verfahren könnte man hier zur Messtechnik spannen, indem ich vordefinierte Filter einfach auswähle und ein Filter nehme, das für meine Applikation am nächsten dran ist. Vielleicht sogar genau passt. Im nächsten Schritt, Advanced-Variante, gibt es die Möglichkeit, den TwinCut-Filter-Designer zu nutzen, den ich gleich noch im Detail vorstellen möchte. Und immer dann, wenn die voreingestellten Filter oder die einstellbaren Filter aus dem Filter-Designer nicht ausreichen, gibt es die Möglichkeit, eigene Filter zu entwerfen. Eigene Hochpass-, Tiefpassfilter in allen möglichen Varianten. Und dazu gibt es von Beckhoff ein Programmpaket an Hilfsfunktionen, die ich zum Beispiel mit der freien Software Octave oder auch MATLAB verwenden kann. Aber warum brauchen wir überhaupt Filter? Warum benötigen wir Filter, um unsere Messsignale aufzubereiten? Filter werden grundsätzlich auf Rohdaten angewendet und auch auf Prozessdaten angewendet, um die relevanten Informationen zu extrahieren und Störungen zu entfernen. Das Ziel sind also zuverlässige Daten für den Input in Steuerung und auch Überwachungsapplikationen. Die Ursachen für Störungen können sehr vielfältig sein. Es gibt Rauschen, es gibt thermische Einflüsse, die zu Drifts führen. Es gibt elektrische Störungen, die meistens im 50 oder 60 Hertz Netzfrequenzbereich liegen, aber auch mechanische Schwingungen, die durch Federmassesysteme erzeugt werden, sind Teil des gemessenen Signals und in einigen Applikationen möchte ich vielleicht genau diese mechanischen Schwingungen und Oszillationen eliminieren. Dafür brauche ich Filter. Wir haben hier auf der Grafik unten hier mal aufgezeigt, ein Rechtecksignal, das erstmal ganz gut aussieht, aber ab einem gewissen Punkt hier eine thermische Drift hinzukommt. Und das verändert mein Messsignal so, dass sich einerseits natürlich Maximalwerte verändern, aber auch vielleicht Triggerschwellen hier für
für High- oder Low-Werte verändere. Auf dieser Seite sieht man ein Rechtecksignal, also blaues Signal ist das Sollsignal, was wir eigentlich erwarten, und dazu das mit Rauschen überlagerte Signal. Und wenn ich jetzt beispielsweise in der SPS eine Spannweite dieses Signals bewerten möchte, also einen Unterschied zwischen Minimalwert und Maximalwert, bekomme ich natürlich völlig unterschiedliche Werte, wenn ich einmal die blaue Kurve verrechne oder entsprechend rote Werte hier nehme. Also da ist die Spannweite sehr viel größer oder auch kleiner als das erwartete Signal. Das sind also Rauschsignale, Rauschanteile, die ich hier auf jeden Fall vor der Bewertung rausziehen muss. Ich muss sie also filtern. Um Signale digital zu filtern, also im Rechner, in der PLC, muss ich sie zunächst abtasten. Und damit ich ein analoges Signal zuverlässig abtasten kann, um sie digital weiterzuverwenden, muss ich ein gewisses Abtasttheorem von den Herren Nyquist-Shannon einhalten. Das besagt, dass die Signalfrequenz kleiner sein muss als die Hälfte der Abtastrate. So, und wie erreiche ich das? Ich muss zunächst das Analogsignal in seiner Bandbreite begrenzen. Ich muss also sicherstellen, dass mein Sampling immer nur maximal Signale bekommt, die kleiner als die Hälfte der Samplingrate sind. Dadurch wird Aliasing verhindert, und Aliasing ist quasi das Auftreten von Scheinfrequenzen, die im Ursprungssignal nicht vorhanden waren. Wir haben hier also ein Beispielsignal von einem Hertz, und dieses Signal muss ich, wenn ich eine Abtastung von 5 Samples in diesem Zyklus habe, also 1, 2, 3, 4, 5 und dann geht der nächste Zyklus gleich los, dann muss ich maximal Signalfrequenzen von 2,5 Hertz zulassen. Ansonsten führt es dazu, dass ich Scheinfrequenzen hier im Signal kriege, diese 4 Hertz beispielsweise, die möchte ich nicht haben. Wenn es darum geht, nicht nur die Frequenz, sondern auch die Amplitude eines Messsignals zu erfassen, zum Beispiel bei Stroßvorgängen, wo Kraftsensoren in Anwendung sind, und immer dann, wenn schnelle Signale, kurze Spitzen da sind und es geht zum Beispiel Maximalwerte, Kraft, Maximalwerte von Impulsen, sollte man auf jeden Fall eine Abtastfrequenz nehmen, die weitaus höher ist, als das Abtasttheorem an sich vorgibt. Mindestens ein Faktor 5 bis 10, um Minimalwerte, Maximalwerte zu erfassen. Und für schnelle Signale, also wenn ich wirklich ein sehr kurzes transientes Ereignis habe, muss ich die Messrate, die Erfassungsrate so hoch wie möglich nehmen, um dann zu überprüfen, habe ich mein Signal sauber messen können, und es kann es im nachgelagerten Schritt vielleicht nochmal reduzieren. Gibt es Filter und mechanische Systeme, die in der Messtechnikwelt zusammenkommen, und da möchte ich kurz vergleichen, was eigentlich ein idealisiertes Filter, ein idealisiertes System eigentlich ausmacht und wie eigentlich reale Systeme aussehen in unserer Welt. Ein reales System hat immer die Eigenschaft, dass es nur eine begrenzte Dynamik hat. Es kann also einem schnelleren Eingangssignal irgendwann nicht mehr folgen und hinkt quasi hinterher. Die Beziehung zwischen Ausgangssignal und Eingangssignal lässt sich über eine sogenannte Übertragungsfunktion definieren. In dem Fall eine Übertragungsfunktion erster Ordnung. Und diese Ordnung sieht man hier an einem RC-Tiefpass, also ein einfaches Tiefpassfilter bestehend aus einem Widerstand und einem Kondensator, der geladen wird. Und nach einer E-Funktion wird sich die Spannung hier einstellen am Kondensator. Also es braucht halt ein bisschen Zeit. Das heißt, es ist eine begrenzte Dynamik, die dieses Tiefpassfilter erzeugt. Die Übertragungsfunktion von so einem Filter sieht beispielsweise so aus. Wir haben also ein Abknicken an einer gewissen Frequenz mit einer gewissen Steilheit, und das ist eben die reale Kurve. Und eine ideale Kurve wäre zum Beispiel hier die blaue Kurve, wo es einen perfekt linearen Frequenzgang bis zu meiner Grenzfrequenz, bis zum Abknicken geht, und dann geht es steil runter. Das ist aber nur in der Theorie so. Reale Systeme haben halt eine Art von Übertragungsfunktion, die abknickt. Wenn ich digitale Signale mit Tiefpassfiltern begrenzen möchte, muss ich sie zunächst abtasten und
Die Signale kann man da unterscheiden. Das eine sind Zeitsignale, also U oder Y von T, oder im zeitdiskreten Raum Y und U von K. Das Ganze dargestellt als Übertragungsfunktion G von Z, also die Z-Transformierte davon, ist Y von Z durch U von Z. Und wenn ich eine Übertragungsfunktion habe, wird sie sehr häufig mit der sogenannten Grenzfrequenz oder Eckfrequenz beschrieben und diese Eckfrequenz wird im Punkt bei minus 3 dB sehr häufig definiert, also bei minus 3 dB zwischen Ausgang und Eingang. Diese Frequenz, die dazu gehört, ist quasi die Filter-Eckfrequenz, Filtergrenzfrequenz. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Digitalfiltern. Hier mal zwei gegenübergestellt: FIR-Filter und IIR-Filter. Was bedeutet das? FIR-Filter sind Filter mit endlicher Impulsantwort, Finite Impulse Response. Das bedeutet, sie antworten auf einen Eingangsimpuls in einer definierten Zeit, in einer endlichen Zeit. Hier sind also verschiedene Filterstufen, das Eingangssignal, das Ausgangssignal. Und dieses Eingangssignal durchläuft diese Stufen, wird entsprechend mit den Gewichtungsfaktoren Bx gewichtet und führt dazu zu einem neuen Ausgangssignal. Es werden also nur Eingangssignale herangezogen. Es gibt kein Feedback von Y auf K. Das bedeutet, dass diese Filter immer stabil sind, aber wenn ich hier hohe Filterordnungen, also scharf abfallende Filter definieren möchte, brauche ich eben sehr hohe Filterordnungen, um diese gute Dämpfung und gute Qualitätsparameter zu erreichen. Die Backoff-ELM-Klemmen können mit bis zu 40 Tabs rechnen, können also Filter 39. Ordnung hier implementieren. Und das Ganze auf zwei Filterstufen, die man auch unterschiedlich konfigurieren kann, auf jedem Kanal einzeln. Hingegen haben IIR-Filter, Filter mit unendlicher Impulsantwort, als rekursive Filter die Eigenschaft, dass sie nicht nur den Vorwärtspfad hier nutzen, also ich habe das mal in grün markiert hier, alles was quasi nur nach Vorwärtsrichtung gerechnet wird, sondern sie nutzen auch alte Werte von Y vom Ausgang, um den neuen Wert hier summativ mit zu bilden. Das bedeutet, dass diese Filter nicht unbedingt stabil sein müssen. Sie sind es sehr häufig, aber sie können auch instabil werden. Das macht es hier also notwendig, auch Stabilitätsuntersuchungen durchzuführen. Sie werden häufig verwendet, um klassische Butterworth-Filter und Chebyshev-Charakteristiken zu implementieren und werden in der, was die Implementierung in der, als Filter angeht, sehr häufig als sogenannte B-Quads, als Second-Order-Sections implementiert, um eine numerische Stabilität zu erhalten. Was man sich immer vor Augen führen muss, Filter sind immer ein Kompromiss. Es gibt nicht dieses eine ideale Filter, das eine perfekte Übertragungsfunktion hat, das keine Verzögerung hat, auf eine Sprungantwort sofort reagiert und keinen Phasenversatz erzeugt. Das gibt es in der realen Welt nicht. Also muss ich als Anwender mir überlegen, was ist mir wichtig? Brauche ich einen Filter, das oder ein System, das möglichst schnell reagiert, um zum Beispiel Kontrollanwendung, Steuerungsapplikationen zu machen, Motion-Anwendung, da muss ich sehr schnell messen und sehr schnell reagieren, habe ich gar keine Zeit. Oder habe ich vielleicht doch Zeit, wenn ich eine Datenerfassung mache, wo es nicht auf eine Reaktion ankommt, sondern wo es um die Qualität der Signale ankommt, dann kann ich wiederum andere Parameter anwenden. Ich habe also hier die Möglichkeit, zum Beispiel, um ein scharfes Filter zu haben, das also das ab der Grenzfrequenz sehr steil nach unten fällt, kann ich das machen. Ich kann aber, das kann aber dazu führen, dass ich entweder eine größere Verzögerung habe, also die Antwort von Grün und Blau beispielsweise, dauert einfach länger. Je steiler mein Abfall ist, das ist mein Qualitätsparameter, desto länger dauert dieser Zeitversatz, bis mein Signal den Endwert erreicht. Oder ich brauche eben mehr Ressourcen. Ich brauche also mehr Filter-Tabs, um dieses Filter zu rechnen. Möchte ich hingegen im Durchlassbereich meine Welligkeit, also diese Linearität, auch Flatness genannt, maximal glatt haben, dann bedeutet das auch, dass ich entsprechend mehr Filter-Tabs benötige oder auch eine größere Verzögerung habe, je nachdem, welche Parameter ich verändere. Und ein Beispiel hier mit 0,1 dB
Quelligkeit und einem relativ engen Transitionsband zwischen Durchlass und Sperrbereich kann schon zur Verzögerung von 10 Millisekunden führen. Das ist also nichts, für was man für Kontrollapplikationen wirklich verwenden sollte. Um jetzt das Ganze auf die Beckhoff-Technik zu münzen, sehen wir hier einen Überblick, um die Beckhoff-ELM-Messtechnik-Klemmen etwas zu verdeutlichen. Beckhoff-ELM ist eine Produktreihe von analogen Eingangsklemmen und Systemkomponenten, die sich, was Messtechnik angeht, in zwei Kategorien aufteilen, in zwei Linien. Eine Basislinie, das ist die Linie, also beide arbeiten mit 24-Bit, aber die Basislinie ist quasi das klassische Messgerät, was simultan jeden Kanal samplet, was hohe Abtastraten hat von mindestens 10 Kilosamples pro Sekunde, geht im Moment hoch bis zu 50 Kilosamples pro Sekunde. Und auf der anderen Seite die sogenannte Economy Line, das wird häufig verwendet in der Maschinenintegration, wo ich auch sehr präzise messen möchte. Also von was das Thema Messunsicherheit angeht, sind die sehr gut, sind auch sehr temperaturstabil. Allerdings sind es Multiplexing-Klemmen, die also Kanal 1 samplen, dann 2, dann 3, dann 4. Alles natürlich in einem Zyklus, aber mit leichtem Versatz intern. Wenn wir einen Blick auf das Gesamtportfolio legen, sehen wir hier also diese beiden Line, also Linien, Basic Line und Economy Line mal aufgeteilt. Und man sieht schon hier auf der rechten Seite, es gibt eine sehr hohe Bandbreite an verschiedenen Interfaces. Also ich kann hier Spannungssignale messen, Stromsignale, Beschleunigungssensoren als IEPE Standard, auch manchmal auch ICP genannt oder Deltatron und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Namen dafür, stromgespeiste Piezosensoren also, Thermoelemente, Widerstandsthermometer, Widerstände, Messbrücken, Vierleiter, Sechsleiter, von Viertel bis Vollbrücke, alles dabei. Und das Ganze kann ich mir entsprechend raussuchen. Ich kann also meine Auskopplung hier als zum Beispiel nur Stromklemme nehmen oder für Prüfstandsanwendungen sehr häufig auch die Multifunktionsklemme, die ELM37. Die kann quasi alle Interfaces messen. Dazu gibt es auch Multiplexer-Klemmen. Diese Multiplexer-Klemmen jetzt auch relativ neu in dem ELM-Design mit dem Messtechnikgehäuse, mit der höchsten Qualitätsstufe. Und die sind optimiert für analoge Kleinsignale. Ich kann also viele Signale über diese Multiplexer schalten auf meinen einen singulären Messtechnik-Eingang. Damit kann ich meine, gerade im Maschinenbereich, die Kosten noch weiter reduzieren. Dazu gibt es passende Komponenten, also einen Koppler EKM 1101 und dieser Koppler bietet genauso wie die Einspeiseklemme eine galvanisch isolierte und gefilterte Versorgung. Also ein sehr hochqualitatives Signal, um die nachfolgenden ELM-Messtechnikklemmen zu speisen. Und der EKM-Koppler hat neben der Koppler-Funktionalität auch nochmal ein Umgebungsmonitoring, also zum Beispiel ein Vibrationsmonitoring. Wie geht es eigentlich meinem Koppler in dem Schaltschrank, wo er verbaut ist? Diese Werte können über einen EtherCAT direkt mit ausgelesen werden. Damit wir jetzt ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln können, wie die Filter in Beckhoff-ELM-Klemmen eigentlich verwendet werden können, schauen wir uns jetzt mal an, wie eigentlich die Verarbeitung von Messsignalen in den Klemmen passiert. Also einem Messmodul, beispielsweise einer ELM3702, gibt es ein Sensorinterface. Das Sensorinterface ist zum Beispiel ein Spannungsinterface, ein Spannungssignal. Und dieses Spannungssignal wird durch einen Hardware-Tiefpass geschickt. Dieses Tiefpass ist ein Butterworth-Filter dritter Ordnung und kann dort bandbegrenzt werden. Wir haben ja gelernt, dass es einen Aliasing-Schutz geben muss, um vor der Digitalisierung die Bandbreite zu begrenzen. Das macht genau dieser Hardware-Tiefpass. Dann geht es in die Delta-Sigma-Wandlung. 24-Bit-ADC ist da drin und dieser Wandler digitalisiert das Signal und hat auch nochmal einen integrierten Mittelwertfilter. Ab diesem Zeitpunkt, gibt es jetzt Filterstufen. Und diese Filterstufen heißen Filter 1, kommt ein Dezimierer, und eine Filterstufe 2. Was bedeutet das? Mit der Filterstufe 1 habe ich die Möglichkeit,
mit voller Datenrate, also das, was der ADC vorne mit voller Datenrate digitalisiert, hier mein erstes Filter zu implementieren. Dann habe ich die Möglichkeit, diesen Datenstrom zu begrenzen, zum Beispiel von 10 Kilo-Samples auf 1 Kilo-Samples pro Sekunde und dann nachfolgend nochmal einen applikationsspezifischen Filter drüber laufen zu lassen. Wenn beispielsweise mein ISA-Cut kein Oversampling eingestellt hat und mit einer Zykluszeit von einer Millisekunde, sprich 1000 Werte pro Sekunde abholt, muss dieses Messmodul natürlich von diesen internen Abtastraten runter auf die Ausgaberate reduzieren und das würde in dem Fall durch den Dezimierer geschehen. Der Dezimierer ist verantwortlich dafür, dass von der schnellen Rate intern auf die langsame Rate dezimiert wird. Und falls das nicht der Fall ist, falls quasi von ISA-Cut Master mit Oversampling-Funktionalität die volle Bandbreite, also volle Abtastrate angefordert wird, dann steht dieser Dezimierer eben auf 1 und ich kann zwei verschiedene Filterstufen für meine applikationsspezifischen Filter realisieren. Ein Beispiel dazu folgt dann später noch. Was sind denn jetzt die Einsatzmöglichkeiten für Filter 1 und Filter 2? Und welche Filter kann ich da eigentlich auswählen? Für den Fall, dass die Dezimierung auf Wertegröße 1 ist, sprich die interne Abtastrate schneller ist als die Ausgaberate zum ISA-Cut, muss das erste Filter, das Filter 1, als Anti-Aliasing-Filter betrieben werden, um sicherzustellen, dass ich keine Aliasing-Effekte durch die Dezimierung bekomme. Dazu wird das Filter 1 in der Grenzfrequenz auf maximal, also auf Werte kleiner die Hälfte der Abtastrate eingestellt, also der Ausgaberate im PDO, hier in dem Fall. Und falls vom ISA-Cut mit Oversampling-Funktionalität beispielsweise die volle Datenrate angefordert wird, dann kann M gleich 1 gelassen werden und ich kann beide Filter, Filter 1 und 2, als anwendungsspezifische Filter verwenden. Und welche Filter, welche Art und Frequenz es gibt, sieht man hier ganz gut in den vordefinierten Klemmen, also Filtern in der Klemme. Wir haben also hier für die Filterstufe 1 eine ganze Anzahl von vordefinierten Filtern. Auch für Filter 2 gibt es gewisse Grundfunktionalitäten schon. Die sind schon sehr lange auch in allen Beckhoff-EL3er-Klemmen verfügbar. Und hier gibt es eben gewisse Freiheitsgrade. Jetzt ist aber der Fall, wenn ich eben aus dieser Liste nichts finde, was mir wirklich gut passt. Wenn ich zum Beispiel einen Tiefpassfilter brauche mit einer Grenzfrequenz von 22 Hertz, den finde ich hier nicht. Es gibt einen 25er, aber so richtig passt das nicht, also muss ich einen anderen Weg finden. Und hier wäre die erste Stufe, den TwinCut Filter Designer zu nutzen, um einen Filter zu konfigurieren. Wenn das nicht mehr ausreicht, wenn es zum Beispiel um spezielle FIR-Filter geht, dann kann man auch auf die externen Tools setzen. Kommen wir gleich noch zu im Detail. Starten wir zunächst mit dem Entwurfsprozess im TwinCut Filter Designer. Es geht also darum, im TwinCut Filter Designer Werte zu bekommen, um diese im CoE der Klemme zu verwenden. Der TwinCut Filter Designer ist ein Konfigurationstool, das in TwinCut 3 integriert ist und es ist sehr einfach, dort Filter zu konfigurieren. Ich kann auch sogar Filtereigenschaften analysieren. Ich kann zum Beispiel eine Impuls- oder Sprungantwort mir dieses Filters ausgeben lassen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schnell ist dieses Filter, wie gut ist dieses Filter geeignet. Was die Details angeht, gibt es im Moment die Möglichkeit, IIR-Filter zu definieren und die können entweder Butterworth- oder Chebyshev-Charakteristik haben. Das Ganze kann als Tiefpass oder Hochpass ausgeführt werden oder sogar als Kombination davon, sprich Bandpass und Bandsperre genannt. Um mit dem TwinCut Filter Designer arbeiten zu können, wird zunächst das TwinCut Measurement Paket installiert und dann in der Solution im TwinCut 3 ein neues Projekt hinzugefügt. Dieses Filter Designer Projekt bekommt einen Namen und generiert dann im Baum automatisch ein Filter Designer Projekt mit einem vordefinierten Filterset. Dieses Filterset hat hier einen Tiefpassfilter schon vordefiniert. Man sieht rechts in den Eigenschaften
die Charakteristik als IER-Tiefpassfilter Butterworth-Verhalten mit einer Grenzfrequenz von 250 Hertz und gerechnet als zweiter Ordnung für eine Abtastrate von 10 Kilosamples. Dieses Filter kann jetzt entsprechend angepasst werden. Es kann zum Beispiel in der Grenzfrequenz auf 80 Hertz gesetzt werden. Und man sieht sofort in der Grafik, wo dieser 3D-3dB-Punkt hinwandert. Der TwinCut-Filterdesigner hat noch ein paar erweiterte Möglichkeiten, das Filterverhalten zu analysieren. Unter anderem das zeitliche Verhalten, einmal die Impulsantwort im zeitlichen Verlauf und die Sprungantwort. Hier ein Sprung von 0 auf 1, das Verhalten, das Einschwingverhalten dieses Filters definiert. Der Phasenversatz und die Gruppenlaufzeit in Millisekunden werden ebenfalls in einer Funktion über der Frequenz angegeben. Und als letzte Möglichkeit gibt es das Pol-Null-Stellendiagramm, wo ich kontrollieren kann, ob mein Filter stabil ist und damit eben die Lage der Pole und Nullstellen im Diagramm kontrollieren kann. Das ist der Fall und somit können wir es jetzt direkt in der ELM verwenden. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir nehmen uns jetzt eine Klemme aus dem RO-Baum aus der ELM-Serie. Ich habe hier beispielsweise eine ELM3504 und diese ELM3504, eine vierkanalige DMS-Messklemme, hat die Möglichkeit, zwei Filterbänke zu rechnen pro Kanal. Und hier wäre zum Beispiel der Kanal 3, der sich anbietet, der ist im Moment noch unbenutzt, hat auch keine Filterkoeffizienten hier eingetragen, alles 0. Und jetzt möchte ich, dass TwinCut mein voll definiertes Filter, hier kann ich noch einen Namen geben, Lowpass 80 Hertz. Und dieses Filter soll bitte direkt auf die Klemme gespielt werden. Das kann ich mit dem Transfer-Filter-Set erledigen und im IO-Baum nochmal suchen, welche Klemmen habe ich eigentlich, die das unterstützen. Und es wird mir gleich hier angezeigt, die ELM3504. Und ich möchte die erste Filterbank und dann auch nur auf dem Kanal 3 auswählen. Ausgewählt und per Transfer-Button wird es gleich in die Klemme geladen. Ist schon passiert. Und schauen uns jetzt nochmal an. Kontrollieren jetzt im COE, ob auch diese Parameter übernommen wurden. Kanal 3, Filter-Settings standen eben über Nullen drin, sind jetzt entsprechend diese Filterkoeffizienten eingetragen und auch in den Kanaleigenschaften gleich der User-Defined IR-Filter vordefiniert, vorausgewählt. Damit ist schon eigentlich alles erledigt. Es geht sofort los, die Klemme misst mit diesem Filter. Im Video haben wir gerade gesehen, dass die Übertragungsfunktion dargestellt wird, also die Frequenzantwort dieses Filters und auch die Phasenlage. Hinzu kommt bei TwinCut Filter Designer noch drei andere Diagramme, um die Eigenschaften eines Filters zu analysieren oder auch mehrere Filter miteinander zu vergleichen. Wir sehen hier zwei Filter, ein Butterworth und ein Chebyshev, übereinander gelegt in der Übertragungsfunktion, Phasengang. Oder auch in der Impulsantwort. Also wie reagiert mein System auf einen kurzzeitigen Impuls oder die Integration dieser Funktion als sogenannte Sprungantwort. Ein Sprung von 0 auf 1 zum Zeitpunkt 0 führt eben zu diesem Einschwingvorgang des Ausgangssignals. Beim Thema zeitlichen Aspekt gibt es eine Phasenverzögerung, auch die über der Frequenz dargestellt wird und die Gruppenlaufzeit der Signale. Die Stabilitätsanalyse, ein wichtiges Tool, um Stabilitätsaussagen für IER-Filter zu treffen, ist ebenfalls implementiert. Vergleicht man jetzt Butterworth-Charakteristik und Chebyshev, einmal diese beiden Filterarten, die man implementieren kann momentan im TwinCut-Filter-Designer, gibt es den Unterschied, dass gerade der Butterworth sehr gut im Durchlassbereich ist, also maximal flaches Filter, wenig, also sehr linear, keine Welligkeit drin. Ist aber eben im Bereich des Flankenabfalls, also wie schnell knickt die Übertragungsfunktion über der Frequenz ab, relativ langsam. Hier ist die blaue Kurve in dem Fall, die Chebyshev, sehr viel steiler, hat aber im Nachteil hier eine Welligkeit in der Übertragungsfunktion im Durchlassbereich. Die Anwendung ist ganz klassisch, Butterworth für normale Tiefpassfilterung sehr häufig verwendet und Chebyshev eher von
zum Separieren von Frequenzbändern zum Beispiel. Jetzt sind wir vielleicht an einem Punkt angelangt, wo wir eben noch mehr brauchen. Die vordefinierten Filter reichen uns nicht. Mit diesen IER-Filtern kommen wir irgendwie nicht zurecht. Die Applikation erfordert zum Beispiel gewisse FIR-Filter. Was mache ich? Dazu gibt es eben die Möglichkeit, eigene Filter zu entwerfen. Also immer dann, wenn ich zum Beispiel spezielle Übertragungsfunktionen nachbilden möchte oder ich möchte grundsätzlich FIR-Filter implementieren oder auch Bessel-Filter, schnelle Bessel-Filter oder Kauer-Filter implementieren, dann muss ich momentan meinen eigenen Filter entwerfen und kann diesen Filter in der Klemme verwenden. Jetzt klingt das vielleicht erstmal kompliziert, aber Beckhoff hat vor einiger Zeit ein kostenfreies Toolset, was übers Infosys downloadbar ist, bereitgestellt. Und das unterstützt einem beim Filterentwurf. Möchte ich also meinen Filter entwerfen, kann ich das zum Beispiel in MATLAB oder Octave, einer freien Software, direkt durchführen. Ich brauche nichts weiter als diese Standardinstallation. Ein Signal Package davon ist auch kostenfrei und die Beckhoff-Software. Kurzer Ausblick auf die Implementierung in MATLAB. Was ist MATLAB? MATLAB ist ein sehr weit verbreitetes Tool und hat eine Signal Processing Toolbox. Braucht aber, wie gesagt, die MATLAB-Grundlizenz, Basislizenz, hat aber viele Möglichkeiten, eine Art Filter, FIR-Filter zum Beispiel hier zu entwerfen, über diese klassischen Entwurfsparameter, Ripple und Dämpfung und so weiter. Eine Alternative dazu ist die Webseite T-Filter. Und diese T-Filter-Website ist auch über Parameter steuerbar, braucht keine Installation und da kann ich eben sehr schnell meine Filter designen. Ich kann sogar von hier aus direkt Werte exportieren, die ich für ELM-Klemmen tauglich importieren kann. Für FIR-Filter sieht der Designprozess relativ schmal aus. Wir haben also hier ein MATLAB-Filter-Design-Tool, was man direkt in MATLAB nutzt. Das ist also eine MATLAB-Komponente. Und wir nutzen hier nur eine Backup-Funktion, die heißt FIR-Quantizer. Also wir quantifizieren nur die Ausgaben aus der MATLAB-Filter-Design-Toolbox und können dann diese Klemme verwenden. Für IER-Filter, also die Filter mit der unendlichen Impulsantwort, ist das Verfahren etwas anders. Wir haben also eine Ring aus MATLAB, aus der Toolbox, eine Single-Order-Sections-Matrix raus und einen Amplituden-Vektor. Und diese beiden Informationen werden mit drei Hilfsfunktionen aus dem Beckhoff-Paket so aufbereitet, dass sie eine saubere Skalierung von der Verstärkung haben und bis hin zur Klemme verwendet werden können. Plotting-Funktionen wie Sprungantwort und Übertragungsfunktionen sind ebenfalls enthalten. Kommen wir jetzt zum Filterentwurf mit Octave. Octave, wie gesagt, kann als freie Software verwendet werden und bietet ebenfalls die Möglichkeit, eigene Filter in IER-Variante oder in FIR zu implementieren. Der Arbeitsprozess sieht so aus, dass im Filterdesign und also Octave mit der Beckhoff Toolbox sich Filterdesigns anbieten, Filter generiert werden können und Koeffizienten, A- und B-Koeffizienten für IER-Filter beziehungsweise ausschließlich B-Koeffizienten, weil sie ja keine Feedback-Koeffizienten, keine A-Koeffizienten besitzen, soweit zu generieren, um dann entsprechend nach einer Skalierung und qualitativen Bewertungen von zum Beispiel der Welligkeit soweit bereit zu stehen, um für die Quantisierungsfunktion quasi den letzten Schritt zu machen, soweit in die Klemme eingespielt werden können, per Copy-Paste oder XML-Datei. Das werden wir gleich sehen. Starten wir jetzt mal diesen Prozess. Wir haben also ein Setup aus einer ELM, also einer Messtechnik-Klemme, und dem externen Signalgenerator. Wir möchten jetzt im ersten Schritt einen Tiefpassfilter entwerfen. Das soll jetzt in dem Fall ein FIR-Tiefpass sein. Das machen wir alles mit Octave. Und prüfen dann zunächst die Filtereigenschaften. Wie sieht es eigentlich aus mit den Filtereigenschaften, was die Welligkeit im Durchlassbereich angeht oder auch die Dämpfung, bis
bis zu welchem Wert wird im Stoppband gedämpft. Dann haben wir die Möglichkeit, die Filter noch ein bisschen zu tunen, dass wir also Gewichtungsfunktionen anpassen, um die Qualität im Durchlassbereich beispielsweise zu optimieren und bereiten dann noch die Verstärkung auf, dass wir eine lineare Verstärkung von Faktor 1, also 100% bekommen und die Werte quantifiziert per XML der Klemme übergeben werden können. Und das ist also dieser fünfstufige Prozess, den werden wir jetzt in Octave uns anschauen. Dies ist die Oberfläche von Octave und wir sehen jetzt hier ein Beispielprogramm, das bestehend aus ganz normalen Octave-Grundfunktionen und den Backoffs-Hilfsfunktionen besteht und schauen uns jetzt hier den ersten Bereich an, wo es um die Definition der Filter geht, Abtastrate und die eigentliche Filterspezifikation mit Passband und Stoppband 0 bis 1 Kilohertz und im Passband und 2 bis 10 Kilohertz im Stoppband. Danach geht es im zweiten Abschnitt weiter, wo wir die Eigenschaften des berechneten Filters uns ansehen und die Funktionen Calc-Ripple und Plotting-Funktionen für Frequenz und Zeitantwort nutzen. In der Grafik sieht man jetzt beide, also die Übertragungsfunktion auf der linken Seite. Zoomen jetzt hier etwas rein, wenn es um das Passband geht. Es geht hierbei, endet, also läuft bis 1 Kilohertz und das Transitionband bis 2 Kilohertz. Dann hier sind wir im Stoppband. Jetzt schauen wir uns vielleicht gleich nochmal die Zeitantwort dazu, also ein Einheitssprung bei t gleich 0 und die Antwort dieses Filters hier im Vergleich dazu. Wenn man sich jetzt nochmal das Passband etwas genauer anschaut, sehen wir hier dann doch ein Ripple in der Übertragungsfunktion. Da gibt es also noch die Möglichkeit zu optimieren. Und das machen wir jetzt im zweiten Schritt. Wir gehen jetzt rein und legen eine Gewichtung an. Wir gewichten also ein Faktorverhältnis 10 zu 1, das Passband zum Stoppband und nutzen jetzt die Remessfunktion wie auch vorher schon und lassen uns dann den Ripple nochmal berechnen, plotten wieder beide Diagramme. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere beiden Übertragungsfunktionen miteinander zu vergleichen. Wir schauen uns wieder das Passband an und sehen hier eine doch signifikant bessere Übertragungsfunktion, viel glatter als in der initialen Filterdefinition. Sieht gut aus, würde ich jetzt so übernehmen. Und jetzt gibt es in dem vierten Schritt nochmal die Skalierung, die Vorbereitung, um es im COE zu verwenden. Und da ist jetzt die wichtiges Thema, dass man die Skalierung der Verstärkung auf 1 bringt. Jetzt ist im initialen Design noch ein Versatz drin und das nutzen, da werden wir jetzt die Scale-Gain-Funktion nutzen und sehen dann, dass er quasi die Amplitudenverstärkung auf 1 skaliert hat, wie es jetzt auf der rechten Seite zu sehen ist. Damit ist das Filter soweit vorbereitet und wir können jetzt mit dem letzten Schritt also wir haben jetzt hier die Scale-Gain-Funktion genutzt und die Quantisierungsfunktion, wie vorher auch. Und jetzt können wir das Filter schreiben und das Ganze per XML-Datei in Richtung TwinCut austauschen. Es wird jetzt definiert, auf welchem Kanal und welcher Klemme, welcher Typ Filter definiert ist und auch nochmal Dateiname mitgegeben. Es wird also dieses XML-File direkt aus Octave exportiert und das auch wieder mit einer Backoffs-Hilfsfunktion sind alle in dem Paket enthalten. Da ist sie schon und diese Datei schieben wir jetzt rüber auf das Zielsystem. Das ist jetzt hier freigeben über einen Explorer, weil ich mit einem TeamViewer hier drauf schaue auf mein System. Wechsel jetzt zum TwinCut, zum Engineering. Und schaue mir an, wo ich das reinladen kann. Ich habe also hier meine ELM 3604. Bin jetzt auf der Klemme. Vierkanalige IEPE-Messklemme, derzeit im Spannungsmessbetrieb. Läuft mit einem Oversampling von 20. Das heißt eine Abtastrate von 20 Kilosamples, weil wir eine eingestellte Zykluszeit von einer Millisekunde fahren. Also
mit voller Geschwindigkeit. Und in der Startup-Liste werden wir jetzt sehen, dass wir ein paar grundsätzliche Dinge vordefiniert haben: das Interface, die Kopplung, Diastrom 0, also ganz normaler Spannungsmessbetrieb und die Dezimierung auf 1, sprich keine weitere Reduktion, sondern mit 20 Kilo Samples zum PDO. Jetzt kommt der Schritt, das XML zu importieren. Wir haben jetzt das fertige XML, über die Import Description kann es einfach reingeladen werden und wird dann aktiviert. Das Filter definiert und da über die XML ja schon definiert ist, auf welchen Kanal es geschrieben wird, brauchen wir jetzt das Ganze nur nochmal aktivieren. Und dann wird diese Klemme direkt die gefilterten Werte auf dem Kanal rausgeben. Und während das System sich jetzt aufbaut, können wir nochmal ein Review machen, wo wir denn eigentlich, was ein interessanter Frequenzpunkt wäre. Und ganz markant ist der minus 3 dB-Punkt häufig für Filter genutzt. Und wir wissen hier, bei minus 3 dB erwarten wir ein Ausgangssignal, das ungefähr 70,7% vom Eingangssignal ist. Also merken wir uns die Frequenz 1455 Hertz. Und diese Frequenz werden wir jetzt versuchen, von außen vorzugeben, also ein Sinus mit 1,455 Kilohertz auf zwei Messkanäle. Das ist entsprechend eingestellt, 1455 Hertz. Zwei Messkanäle, einer ist gefiltert, einer ist ungefiltert, wie auch hier im Scope zu sehen. Der blaue Kanal ist ungefiltert, der grüne hat dieses FER-Filter mit drin. Und wenn wir jetzt die Aufnahme gleich nochmal starten, sieht man eben, dass dieser blau zu grün ist ungefähr 0 zu 1 zu 0,7. Also wir haben diesen minus 3 dB-Punkt mit der Frequenz sehr gut getroffen und können das Ganze auf nochmal gegenchecken, indem wir das Filter einfach mal kurz deaktivieren. Wir gehen jetzt in die Klemme und suchen uns in den Settings für den zweiten Kanal die Funktion Filter 1 und deaktivieren einfach mal dieses Filter. Und sehen sofort, dass das Ausgangssignal auch für den zweiten Kanal wieder auf die 100% springt. Vom Eingangssignal, also Channel 1 gleich Channel 2. Und jetzt wollen wir natürlich wieder filtern. Wir setzen also das Filter wieder aktiv auf den User-Defined FRA-Filter. Und damit haben wir unseren Filter in der Klemme rechnet und können jetzt diese Klemme so betreiben. Jetzt, wo wir den Filter schon in der Klemme verwendet haben und auch den minus 3 dB-Punkt schon angefahren haben, gibt es noch die Möglichkeit, die Übertragungsfunktion, gerade diesen Übergangsbereich, etwas messtechnisch zu untersuchen, zum Beispiel eine Frequenzrampe zu fahren, um dieses Transition Band von 1 Kilohertz bis 2 Kilohertz schrittweise durchzufahren, um eine Idee zu bekommen, wie gut ist eigentlich die Implementierung in der Klemme im Vergleich zu meinem Filterentwurf. Das ist meine Soll-Kennlinie und das ist Soll und Ist übereinander. Wir sehen hier, dass es sehr gut übereinstimmt. Und wenn ich mir dann zu einer gewissen Frequenz mal den zeitlichen Verlauf anschaue von Eingangs- und Ausgangssignal, beziehungsweise dem gefilterten zu ungefilterten Signal, sehen wir das auch hier sehr schön. Wir haben also ein Sinussignal mit einer gewissen Frequenz. Das ist das ungefilterte und das grüne Signal wäre die gefilterte Variante. Wir sehen eine Amplitudendifferenz durch die Filterung eben, das ist die Amplitudendämpfung hier, und den Phasenversatz, der uns hier induziert wird durch dieses Filter. Also man sieht hier, das passt sehr gut zusammen und dieses Filter funktioniert auch in der Klemme. Anwendungsfälle für erweitertes Filtern und eigene Filterentwürfe mal einmal kurz zusammengefasst. Also wann brauche ich das? Wo eignet sich sowas? Ich kann also spezielle Störungen in einer Maschine oder im System, die ich habe, dadurch eliminieren. Ich kann sie quasi unterdrücken, rausfiltern. Eine sehr klassische Anwendung dazu sind dynamische Verwiegeprozesse, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, in der Logistik oder auch in Produktionsstraßen. Wenn ich also ein Produkt habe, wo ich das Gewicht kontrollieren möchte und dafür nicht anhalten möchte, sondern eben vorbeifahren, während das Produkt über die Waage läuft, schnell messen möchte. Da habe ich eine Kopplung von verschiedenen Schwingungen, die ich eben habe durch die Konstruktion der Waage oder eben auch andere Störungen, andere Vibrationen, die ich entsprechend filtern muss. Wir sehen hier im Bereich ein Beispiel, eine Beispielmessung für
für eine dynamische Verwiegung. Wir haben also hier ein ungefiltertes Rohsignal mit voller Abtastrate. So sieht das im Rohsignal noch aus. Und dann in der ersten Filterstufe mit einem eigenen FIR-Filter. Tiefpass gefiltert, also wir erwarten so Pulse. Produkt läuft auf die Waage und wieder runter. Und wir sehen hier vielleicht leicht erkennbar noch so residuale Schwingungen. Diese Schwingungen kommen aus dem Federmassesystem der Waage selbst und lassen sich sehr gut eben bei der Inbetriebnahme kurz einmal einmessen und dann mit einem passenden Mittelwertfilter entfernen. Und hier bekomme ich dann mein schönes, sag ich mal, Rechtecksignal. Nicht ganz Rechteck, weil natürlich das Produkt hier auf die Waage läuft und erst nach und nach das Gewicht aufbaut auf den Sensor, auf die Wägezelle, aber hier ein schönes Plateau hat, um die Gewichtsbestimmung durchzuführen. Des Weiteren kann man mit solchen Filtern auch nichtlineare Übertragungsfunktionen linearisieren. Man kann auch Systemverhalten von anderen Systemen nachbilden und diese Übertragungsfunktion als Filter implementieren. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten. Da möchte ich zusammenfassen, was haben wir diskutiert? Wir haben zunächst über die Arten gesprochen, wie man Filterstufen in Beckhoff ELM Mästechniklemmen verwendet. Einmal durch das Auswählen voreingestellter Filter, ist die einfachste Variante, dann eigene Filter mit dem TwinCut Filter Designer zu konfigurieren oder im Schritt, wenn ich ganz spezielle Filter brauche, eben das durch die neue Möglichkeit mit dem Beckhoff Toolset in MATLAB oder in Octave für maximale Flexibilität selber durchzuführen. Wir haben die Möglichkeit, mit den beiden Filterbänken in jedem Kanal individuell eine flexible Kombination von Filtern, Filterstufen und Dezimierung zu fahren. Und wir können diese Filter, die wir designt haben, eben nicht nur auf ELM anwenden, sondern wir können sie auch auf alle anderen Signale in der PLC direkt anwenden. Noch drei kleine Empfehlungen zum Ende. Also es gibt nicht den einen besten Filter, der alles erschlägt, sondern es ist wichtig, das Problem zunächst zu verstehen. Also nicht einfach zum Beispiel eine Tiefpassfilterung anzusetzen, wenn das Signal irgendwie komisch aussieht, sondern erstmal zu analysieren, was sehe ich denn da überhaupt? Wo kommt diese Störung her? Kann ich die in der Schwingungsfrequenz zum Beispiel mit irgendwas Mechanischem korrelieren? Sehe ich das? Einfachster Fall sind 50 Hertz Netzschwingungen. Da weiß ich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das eine Störung ist, die vielleicht auf dem 24-Volt-Netz liegt, die da nicht hingehört, die ich eben wegfiltern muss. Oder ich beseitige sie elektrisch, dass ich sie gar nicht erst im Signal sehe. Im nächsten Schritt dann eben zu gucken, was wäre denn ein richtiges Filter dafür. Und wenn da Methode A und B nicht greifen, das Toolset einfach mal ausprobieren und wie im Video gezeigt, keine große Programmierung, die Funktionen sind alle da, man wählt sie sich nur aus. Ein weiteres probates Mittel ist, wenn möglich, wenn es der Prozess zulässt, die Abtastrate zu reduzieren, weil ich einerseits da den Ressourcenbedarf für die Filterung klein halten kann und ich kann bessere Filtereigenschaften erreichen. Die Filter werden kürzer, die Ressourcen werden weniger, die ich benötige. Und Filterentwurf ist immer ein iterativer Prozess. Es bietet sich also an, gerade am Anfang um ein Gefühl dafür zu kriegen, welcher Parameter hat eigentlich welche Auswirkung, wie weit kann ich so ein Filterdesign treiben, ruhig auf Online-Webseiten mal schauen. Es gibt Tools, die grundsätzliche Entwürfe schon direkt online können. Und wenn Sie eine Applikation haben, wo Sie ganz spezielle Filterungen haben, zum Beispiel solche Verwiegeprozesse oder auch andere Natur, scheuen Sie sich nicht, Ihren lokalen Backoff-Ansprechpartner anzurufen und das Problem mal zu beschreiben und gehen Sie mit uns in die Diskussion. Genau. Das wäre es von meiner Seite, was dieses Webinar angeht. Also ich habe jetzt Ihnen verschiedenste Wege gezeigt und würde mich freuen, wenn der ein oder andere dieses Toolset einfach mal in die Hand nimmt und mal die ersten Filter selber entwirft oder auch gerne den TwinCut Filter Designer ausprobiert. Vielen Dank bis dahin. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben, die bis jetzt noch nicht beantwortet wurden, gerne ins Fragenfenster. Sie können auch jederzeit eine E-Mail an messtechnik@beckhoff.com schreiben. Das ist unser Gruppenpostfach. Da werden also sehr schnell eine Reaktion drauf kommen.
Wenn Sie also Fragen haben zum Filtern, zur Messtechnik, zur messtechnischen Applikation, immer gerne her damit und wir melden uns bei Ihnen. Vielen Dank und auf Wiederhören.